Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Torchlight 2. Mit dabei ist wieder der Matze. Guten Tag. Alias Oxo Frümbel. Ich wollte gerade sagen, als Matze fühle ich mich heute mal nicht angesprochen. Ich bin Oxo Frümbel. Oxo Frümbel und ich bin die Günther. Die Günther, genau. Man achte auf die Günther. Die Günther und Oxo Frümbel haben hier noch eine Quest abzuholen. Bei der Kommandeurin Vale, und da schauen wir mal kurz, was die zu sagen hat. Wir haben ja in der letzten Folge den General Krell besiegt und damit der Hüterin des, was war das, Wasser, Wind, Wasser war es, glaube ich, geholfen. Möglich. Anscheinend hat sich die Lage verschlimmert, während wir am Urquell waren. Was es auch ist, dass die Esterianer krank macht. Es breitet sich aus und hat auf das Gebiet nördlich von hier übergegriffen. Dorthin wollte der Großregent. Falls er den Wachtwald-Tempel schon erreicht hat, wird er zur Vorsicht die Tore versiegelt haben. Was bedeuten könnte, dass der ganze Tempel sich gerade in ein großes Seuchengebiet verwandelt. Okay, und wir haben ein wenig interessante Gegenstände hier auszuwählen. Meine Fresse. Die Waffe hier, die kann ich nicht ignorieren. Die nehme ich direkt mal. Diese Seuche scheint besonders Wesen zu befallen, die von Natur aus magische Fähigkeiten besitzen, wie die Esterianer und Wächter. Menschen wurden bisher nicht angesteckt. Also habe ich medizinische Güter angefordert und werde mich um die medizinische Versorgung hier kümmern. Du sag mal, Günther, geht deine Peristaltik eigentlich wieder in Ordnung? Geht über den Krähenpass in die Raureife. Moment, die redet versucht, noch. Den Großregenten einzuholen, bevor er den Tempel betritt. Ja, geht ganz gut, aber ich bräuchte mal wieder einen Busch. Ja, nee, weil du stehst nämlich auch so rum, als könntest du es dringend nochmal gebrauchen. Ja, als könnte ich es dringend. Das klingt falsch, das klingt sehr falsch, das klingt extrem falsch. Fast Rewind, 30 Sekunden zurück, bitte. Mit welchem Billighumor man nicht zum Lachen kriegt, Koya, das ist unglaublich. Ja, genau. Wir müssen jetzt den Großregenten suchen. Das ist der, der hier da oben eigentlich zuerst stand. Und es geht da um eine Seuche, die Esterianer befällt und überhaupt. Und ich habe eine tolle Waffe. Oh, ist die toll. Ja, dann kann es ja losgehen. Dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen, wenn du so eine tolle Waffe hast, Koya. Ja, total. Und zwar werde ich dann, obwohl die ein bisschen mehr Schaden pro Sekunde... Oh, die hat noch Eisschaden. Die hat da habe ich noch alles reingesetzt. Ach nee, die nicht. Ach, dann muss ich halt die mit dem Gesundheit pro Treffer gestohlen rausnehmen. Obwohl das mir echt ein bisschen stinkt, muss ich zugeben. Ich tue sie mal sichern, sozusagen. So, und demnächst können wir dann noch anständige Stiefel anziehen. Die habe ich schon im Gepäck. Da bin ich jetzt noch zu doof für, sozusagen. Und wir legen dann einfach mal direkt... los. Genau. Ich gehe schon mal vor, weil genau. Ich hänge ja eh wieder 3 Minuten im Ladebildschirm. Das ist sehr gut möglich, ja. Ich bin da. Was ist denn da los? Ich bin auch da. Gut. Ja, es schneit. Ja, es ist auch ganz schön kalt hier. Ah, Spinnen. Mal wieder neue. Ah ja. Mal wieder neue Gegner. Die hat man ja auch nicht. Was ist, wie kommt man denn da runter? Da von unten. Aber warum machst du jetzt nicht da oben weiter? Weil ich mir dachte, dass es hier unten nicht weitergeht. Aber hier geht es weiter, als ich dachte, dass es hier weitergeht. Verstehst du? Ich bin raus. Das Problem an dem Satz war, du hast ihn ja selbst nicht verstanden. Nein, nicht im geringsten. Es war einfach nur Glück, dass er Sinn machte. So ist es. Ah, ich kann die Karte eigentlich mal wieder... Hatte ich die an? Ich glaube, ich hatte sie an, oder? Nee, hatte ich nicht. Ich hatte sie da oben in der Ecke. Ich habe die immer ganz gern da rechts gleich. Ich schieb die immer im Bild von links nach rechts, aber nicht oben in der Ecke. Ja, ja, oben in der Ecke habe ich die auch nie. Ich hab die immer rechts im Bild. Quasi unter den aktiven Quests geflanscht. Und dann... Da geht die auch hin? Ja, wenn man oft genug M drückt, dann wandert die da so ein bisschen nach rechts. Ja, aber dann ist sie nicht unter den aktiven Quests. Ja, direkt. So, nee, nicht direkt, aber so in die Richtung. Ne? Darf ich das nicht so genau sehen. Ja, bitte? Ein Stufenaufstieg. Ein Stufenaufstieg, ja. Wir haben uns in Path of Exile mittlerweile, glaube ich, bald angewöhnt dabei,
an Erfahrung. Lass es einfach, das gehört hier nicht hin, Koya. Das hohe... Wer das jetzt wissen will, muss die Videos schauen. Das gestrichene Y anzustimmen. Das doppelt gestrichene Y. Das doppelt gestrichene, bitte, ja. Muss man aufpassen, dass man das hier nicht tut. Nein, es fällt aber schwer. Es fällt schon schwer, ja. Es ging mir gar nicht leicht, über die Lippen zu sagen, dass ich einen Stufenaufstieg hatte. Ja, du wolltest schon, ich weiß schon, ja. Ich wollte nicht, nein. Oh, hier ist noch eine... Was war das denn? Sag mal, hier lebt noch alles, ja, wo du durch bist. Die kleinen, was machst du hier eigentlich? Die kleinen Spinnen habe ich doch nicht gesehen. Den Mist hier da. Kannst du selbst machen. Flächenangriffe braucht man da besser. Mach ich doch. Hier ist eine Quest, die holen wir uns mal an von der Belete, Bellete, Bellefe, egal. Ich brauche eure Hilfe. Bitte helft mir. Unsere lieben Kleinen sind in diese Höhle gelaufen. Mein Ehemann Finnas ist ihnen gefolgt, aber es wimmelt dort von üblen Wesen und er ist nicht zurückgekehrt. Ob das wohl ein Zeichen ist. Oh, ich bin außer mir für Sorge. Bitte findet Finnas und unsere kleinen Lieblinge. Ihr müsst uns helfen. Ich gehe mal irgendwie davon aus, dass die kleinen Lieblinge nicht die Kinder sind. Irgendwas Komisches wird das sein. Es gibt ein bisschen Questbelohnung. Wir machen das natürlich und wie man sich unschwer denken kann, müssen wir dafür hier runter. Stufe 13 bis 14. Was sind wir? 11. 11. Was haben wir denn da verpasst? Nichts. Geh mal rein. Geh mal rein, ist doch spannend. Oh, ich habe 2 Level. Die mache ich dann aber gerade mal schnell. Ich habe gemerkt, dass man vielleicht doch ein bisschen auf Fokus gehen soll. Das habe ich bisher total vernachlässigt. Also das Mana, der Mana-Verbrauch ist doch relativ groß und mit Fokus kriegt man da wenigstens ein bisschen Mana-Punkte rein. Jetzt überlege ich nur Geschick oder Stärke. Ich bleibe mal bei meinem Geschick und gehe damit auf kritische Treffer, mehr oder weniger. Ja, das und klingt, wir machen einen Plan. Dann überlege ich, was wir hier eigentlich noch machen. Da, zerfetzte Rüstung. Ah ja, das klingt auch interessant. Wildreit zerreißt die Rüstung des Gegners, aber nur... Ja, nee, insgesamt, das ist ein passiver Skill. Also, dass dieser verwundbarer wird und ein Teil seiner Rüstung wird auf mich selbst übertragen. Das ist natürlich eigentlich cool, würde ich sagen. Die nehmen wir. Oh, ich habe nur einen Fähigkeitspunkt. Okay. Und weiter geht's im Text. Genau. Ja. Hier müssen wir die ganzen Kohlebecken, die noch nicht brennen, aktivieren. Sonst sehen wir nichts. Genau, außer dass es dunkel ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass es dunkel ist. Ja, da musst du mal die Augen aufmachen. Ach so. Junge. Sag nur einmal Junge, Junge. Junge, Junge. Langsam jetzt blöd. Was? Jetzt erst? Ja, ich hab schon. So breit, du brauchst kein Fenster, um die Sterne zu sehen, ja? Jetzt kommt ein ganzes Sprich. Ach, diese kleinen Spinnen hier, die nerven vielleicht was. Mach die mal weg, du hast bestimmt ein AOE. Nö. Nicht. Aber ja, so eine Art Kettenblitz. Haben wir ja unsere Charaktere gut ausgewählt. Also eigentlich Kettengift. Kettengift. Okay. Ja, so richtig ein Blitz ist das nicht. Es macht ja Giftschaden. Gift ist gut. Aua. Weh, der Kerl. Irgendwie... Ketilde. Ah ne, Keltide. Jo, also... Kann auch einfach mal sterben. Das ist gar nicht so schwer. Etwas zäh, das Tier. Immerhin hat es nicht so sehr weh getan. Aber ich war da gerade am Rätsel mit meinen Skills. Ich habe die eigentlich ausgeführt und so richtig viel ist nicht passiert. Hier unten ist auch irgendwann. Nee, geht's nicht weiter, sorry. Das heißt so aus. Dann geh nochmal gucken, ob dein Geheimraum ist. Ja, hatte ich auch mit der Absicht gemacht, nur leider war da keiner. Mensch, cool, ja. Ja. Schade, also die Geheimräume und sowas finde ich cool. Also.
Das ist auf jeden Fall ein tolles Konzept in dem Spiel, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, es sind schon so ein paar nette Ideen, die die hier reingepackt haben. Neben dieser ganzen Pet-Geschichte, was wir auch noch sehen werden, es gibt noch Minigames und geheime Areale und der kleine... Oh, großes Tier. Oh, Stufenaufstieg. Man gewöhnt sich an das Wort. Echt? Ja, schon, stimmt doch. Finde ich doch. So. Ach so, ich muss mich ja beim Looten gar nicht so beeilen. Gar nicht, nee, ne? Das ist ja das Schöne hier. Tada. Hier kommt auch noch was aus dem Nest rausgekrabbelt. Ja, hier überall. Hier ist richtig was los. Oh, ich habe auch ein Level bekommen. Damit dürfte ich eigentlich die neuen Schuhe tragen können, die ich mitgenommen habe. Genau. Gut, die sind jetzt eigentlich nicht so viel besser, aber ich nehme sie einfach trotzdem. Die richtig guten kommen erst noch. Oh, hier hast du einiges umgelatzt. Mhm. Du, ich habe gerade eine Entdeckung bei mir. Ich habe gerade eine Gegnergruppe umgebracht. Wollte jetzt mein Level vergeben und mein Ausweichen im Feld gerade erheblich. Das war das, was ich gar nicht gerafft hatte. Hm? Bei mir ist es mit der Aufladungsanzeige. Zeigt meine Ausweichrate. Je mehr Aufladung ich habe, desto besser kann ich ausweichen. Jetzt baut die sich ab und jetzt geht's wieder runter auf den ursprünglichen Wert. Okay. Okay, also dieser Wolfsschatten ist schon auch ziemlich interessant. Dann habe ich noch den Schattensprung. Ja, das ist alles so eine Sache. Zerfetzte Rüstung ist auch ziemlich cool. Da unten, also ich weiß nicht, worauf ich es leveln soll. Das ist echt schlimm. Ey, was trägst du für Waffen eigentlich gerade? Clown. Ich bleib mal hier auf dieser zerfetzten Rüstung. Das klingt mir extrem gut. So, hier oben ist die Quest zu Ende. Inklusive schöner Truhe. Genau, und da ist der Finas mit seinen Lieblingen. Und diese Lieblinge scheinen 8 Beine jeweils zu haben. Könntet ihr mir helfen? Ihr kommt, um uns zu retten. Den Wächtern sei Dank. Mir ist es gelungen, Schneeklöckchen und Sonnenstrahl, sind sie nicht süß, hier in Sicherheit zu bringen. Aber ich habe mir das Bein verletzt und mit ihnen auf dem Arm komme ich jetzt nicht mehr aus der Höhle raus. Bitte nehmt ihr die beiden, vergiss es, und tragt sie zu Belete. Dann folge ich euch so schnell ich kann. Besten Dank für eure Hilfe. Die heißt nicht Belete, das ist ein englischer Name. Das heißt Belöffe. 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 Ich gehe da mal durch den Geheimgang hier oben. Oh ja, da gehe ich doch mal hinterher. Hier sind nämlich Roboterteile, wo ich auch immer noch überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe euch meinen geilsten Loot gerade noch vorenthalten. Ich habe gerade eine orangene Waffe für mich gefunden. Ach ja. Ja. Ja, ich habe hier auch noch was für dich. Noch eine Waffe, wahrscheinlich. Zumindest ist sie nicht identifiziert und sie könnte interessant sein. Wir gehen wieder zurück zur Oberfläche. Und ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Warum habe ich jetzt wieder einen Fähigkeitspunkt? Du auch einen? Ja, ich habe gerade einen bekommen irgendwie. War das durch diesen Geheimgang, den er da... Vielleicht. Komisch, komisch. Ich bleib bei dem Skill da unten. Und dann geht mal die Quest ab. Schulterschützer. Ach, ja. Das ist ja die Belöffe. Das ist okay. 8 Gesundheit bei Treffer gestohlen. Das ist allerdings dann für den Begleiter die Gesundheit. Plus 11 Giftschaden. Ach komm, ich gebe das mal meinem Begleiter. Dann hat er auch mal was Schönes. Den rüsten wir dann aus. Zack.
Zack, fertig. Und wir handeln mal kurz. Dann tun wir das doch mal. Die hätte ich für dich und die theoretisch, aber ich denke mal, die ist jetzt nicht so prall. Letztere. Nee, die brauche ich nicht, letztere. Ich habe nur leider keine Rollen zum Identifizieren. Ach ja. Ja, kriegen wir da schon hin. Oh. Sehr nett. So bin ich. Ich habe zwar auch nicht mehr viel, aber es geht schon. Und? Ja. 16 Treffer bei Gesundheit, also würde ich nicht überlegen. Passt schon. Kann man machen, ne? Und ich habe jetzt ansonsten, glaube ich, nur ziemlich einen Schund gefunden. So ist das nun mal. Man könnte jetzt natürlich auch auf eine Zweihandwaffe umsteigen oder sowas, aber naja. Gut. Das war so eine der Sidequests, die immer mal hier im Spiel auftreten. Wir machen uns dann weiter in Richtung Hauptquest da unten. Ja, müsste einmal los. Müsste man eigentlich hier lang kommen, wenn ich das richtig sehe, genau. Oh, hier steht wieder ein Verzauberer. Und ein Boss. Irgendwie nicht angeklickt, egal. Ich auch nicht so richtig. So, dann schauen wir mal, was der hat hier. Der macht Verzauberungen. Das ist interessant, insofern, als dass das zusätzliche Verbesserungen auf den Items sind. Das kann ich ja mal ganz kurz hier zeigen. Die Hose, denke ich, ist wieder eines der Items, die ich noch länger tragen werde. Das kostet 722 Gold. Nicht ganz günstig, wie wir sehen. Glück ist mit euch. Und dann kommt Verzauberung 1, gefundene Goldmenge so um 5% erhöht. Oh, ist gar nicht mal so wenig, gell? Ist doch okay. Und hier kommt die Rüstung, könnte vielleicht auch noch ein bisschen was vertragen. Die kostet auch 722. Glück beim Magiefinden um 2% erhöht. Und die Waffe, die ist auch sehr gut. Der gibt mir auch noch was. Und dann... Das Glück ist mit euch. 8 Mana bei Treffer gestohlen? Nee, Quatsch. Glück bei Magie finden um 2% der Höhe. Das ist natürlich wiederum schade. Ich kann es auch wieder entzaubern, wenn es mir nicht gefällt. Und dann hoffen, dass was Besseres kommt, wenn ich es nochmal neu zauber. Kostet aber auch ordentlich Kohle. Das kostet Asche, oder? Ja. Und ich gehe jetzt hier einfach mal auf die Stufe 2. Und dann ist jetzt mein Magie finden um 3% erhöht. Naja, also das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Es hätte jetzt auch sein können, dass statt das Magie finden nochmal erhöht wird, eine neue Fähigkeit noch dazu kommt. Also das war jetzt nicht so super toll. Ich habe jetzt auch zweimal Glück beim Magiefinden bekommen. Na danke. Das Besondere bei denen, die man hier findet, ist maximale Verzauberung 3 steht hier unten. Die in der Stadt befindlichen Verzauberer können maximal 2 Verzauberungen reinmachen. Wird also später hauptsächlich interessant. Ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, um es auch zu zeigen. Aber ist auf jeden Fall für die höheren Items dann erst richtig interessant. Ich habe auf Stufe 3 gerade 5% mehr Gold bekommen. Vielen Dank, bis sich das rechnet. Ja, das dauert dann so seine Weile. Großschwerter nimmst du nicht, Koja? Nee, nehme ich nicht. Ich habe nämlich eins gefunden mit 150 Schaden pro Sekunde und 4 Sockeln. Ah, klingt gut, aber brauche ich nicht. Was ich bräuchte, ist mal wieder ein Busch, denn die Günther muss mal wieder. Ach nein. Aber das machen wir schön im Offscreen, ja, damit keiner zuguckt. Denn wir haben schon wieder eine Folge um. Nein, echt? Jetzt ja, schon? Ja, echt, jetzt schon. Doch, tatsächlich. Unglaublich. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Wir werden dann... Ja, dann gehe ich mal weg und die Günther kann mal suchen. Ja, hier sind bestimmt irgendwo Büsche. Ich will mir das Drama ja nicht anschauen. So. Jedenfalls werden wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Und dann machen wir die Hauptquest auch weiter und überhaupt alles Mögliche. Genau. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.